Hey, einen wunderschönen guten Tag, Ladies and Gentlemen, in den heiligen Hain. Ja, Fabian, wie wollen wir das starten jetzt hier? Ja, so. Stell das Ding mal kurz hier hin, dann können wir jetzt beide kurz Hallo sagen. Ich hab doch auch einen Tag. Ja, wie denn? Hallo. So geht das schon besser. Also, fotz trocken an dem 1. Mai heute. Sind wir hier einsam und alleine in den heiligen Hallen. Alle anderen fahren mit dem Bollerwagen mehr erst auf dem Bier bis zum Umfallen. Und wir sind wieder hier im Zeitplan zurück. Deswegen müssen wir wieder schwer schuften heute, ne, Meister? Ja, ich mach mal wieder anders hier. Mach's mal wieder anders. Ja. Ja, erstmal herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, in den heiligen Hallen. Heute werden wir mit unserer Bremsanlage anfangen. Von unserem Ford Capri Zack Speed. Zack Speed. Müssen wir eigentlich mal einen eigenen Namen dafür finden. Schreibt's in die Kommentare. Oder? Weil das ist ja jetzt kein Zack Speed mehr, weil Zack Speed ist ja die Manufaktur gewesen, die das Auto ursprünglich gebaut hat. Aber wir haben das Auto ja jetzt auch gebaut, aber anders gebaut. Komplett anders gebaut. Wie gesagt, Schreibt's in die Kommentare. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr dem Kfz hier für einen Namen geben würdet. Das würde mich immer schwer interessieren. Ich habe mir auch 2-3 Gedanken schon so gemacht, bin noch zu keinem Ergebnis gekommen. Das ist gut. Ja, zurück zum Thema. Bremsanlage. Da wir ja vom BMW E90 die Vorderachse und Hinterachse verbaut haben, ist es nur schlau, auch vom BMW die Bremsanlage zu benutzen. Und wenn wir mal ehrlich sind, haben wir auch gar keinen anderen Sponsor gefunden, Fabian, ne? Nee. Die sich da irgendwie bereit erklären wollten, uns hier bei unserem Projekt zu unterstützen. Und deswegen haben wir uns für die M-Performance-Bremse entschieden, die hier in den Kartons ist. So Gott will. Aber ich würde sagen, für das Fahrzeuggewicht vollkommen ausreichend. Und natürlich nicht in der perfekten Farbe, deswegen müssen wir die Dinger nochmal lackieren. Nichts alles nicht. Und hier nochmal in kleiner Version für die Hinterachse. Süß. Alter, hier ist schon ein Blatt da dran, du. Glaubst du es denn? Aber egal, wird eh lackiert. Ja, zum Lackieren haben wir uns auch schon Gedanken gemacht, welche Farbe das kriegen soll, das die Geräte hier. Die Entscheidung war zwischen irgendeinem BBS-Gold, Schwarz und Rot, ne? Ja. Wir haben uns jetzt aber letztendlich für Rot entschieden, weil man nämlich hier hinten vom Pushrod-System dann die Dämpfer sieht. Die kommen dann auch von H&R rein, die werden dann rot. Und dann würde dementsprechend auch die Bremsanlage in Rot dazu passen. Und zusätzlich sind ja hier vorne dann diese Bremsenbelüftungsschläuche, die auch hier hinten in die Seitenscheiben reinkommen, auch rot. Deswegen haben wir uns für Rot entschieden und werden das Ganze dann mit Brembo versehen. Hat uns nämlich hier dieses Logo schon ins Auge gelacht. Sind ja auch von Brembo eigentlich. Und deswegen werden die dann auch einen weißen Brembo-Sticker bekommen. Ja, der Fabian wird diese Teile jetzt erstmal hier Glasperlen strahlen. Die Brembo-Aufkleber sind schon unterwegs, Fabian. Und ja, hier haben wir noch ein paar Brocken. Einmal die Bremsschläuche für vorne, einmal die Bremsschläuche für hinten. Bremsleitungen. Das ist für die Kupplung dann. Das ist auch ein geiles Gimmick hier. Das sind so kleine, steht das drauf, wie die Dinger heißen? Gewindestifte. Die kann man mit uns. Das können wir ja nochmal zeigen, weil ich glaube, das ist schwer erklärbar. Das zeigen wir dann gleich. Die werden dann mit unserem Spotter an den Rahmen dran gespottet und dann können wir diese kleinen geilen Halter hier überall dran drehen, wo wir dann unsere Bremsleitung befestigen hier. Hochprofessionell. Nochmal ein paar Y-Stücke für die Hinter- und Vorderachse zur Verteilung. Ein paar Nibbles und unsere Handbremse. Wir hatten ja eigentlich erst vor. Was lachst denn da? Ja, süß. Süß, ne? Wir hatten ja eigentlich erst vor, hier so eine komische Hebelhandbremse da reinzumachen. Allerdings haben wir platztechnisch überhaupt keine Möglichkeit mehr, das Ding irgendwo ästhetisch unterzubekommen. Wir haben ja einmal hier den Shifter, hier stehen die Stühle und wenn man da nebeneinander sitzt, würden einem da die Ellenbogen schon den Platz wegnehmen. Das heißt, da wäre kein Platz für eine Handbremse und hier vorne sehe es auch ein bisschen blöd aus. Deswegen haben wir uns hier für so eine kleine, süße Mini-Variante entschieden. Das heißt, einmal Bremse drehen, den Hahn schließen, also den Bremskreislauf dann absperren und dann sollte das als Parkbremse funktionieren. Und da. Ja, aber bevor wir die ganze Party jetzt hier einbauen, müssen wir wie gesagt erst die Sättel rot lackieren, Aufkleberchen drauf machen und das machen wir jetzt erst. So Freunde, Sättel sind rot, sagt man so aus Friesland und jetzt machen wir hier die Brembos drauf. Sollen wir damit durchschneiden? Die Brembos. Hä? Sollen wir damit durchschneiden? Das ist korrekt. Die müssen wir nochmal durchschneiden, Meister. Ja, siehst du. Weißt du, was ich immer gerne mache? Schere, Schere, Papier. Das ist absolute Endgegner.
Teil. Zack. Die Bohne, fast die Bremsscheibe abgeschnitten. Fangen wir an, beim Kleinen oder beim Roten? Beim Kleinen, ne? Ist eigentlich auch egal, oder? Ist eigentlich völlig egal. Ding ist, wir haben von jedem nur jeweils einen Aufkleber. Also darfst du nicht verkacken. Also überhaupt gar kein Druck, der erste muss sitzen, Freunde. Ast rein. Sind übrigens handelsübliche, ganz normale Aufkleber. Bei eBay bestellt, Freunde. Die werden jetzt schön mit in den Klarlack einlackiert. Ohne Probleme. Mega nice. Rainbow. Übelst irritierend ist es, diese scheiß Bremsscheibe, ey. Ja, dann klebe mal. Und dann mache ich Klarlack drauf, Freunde, und dann sehen wir uns gleich hier wieder. So, Freunde, unsere Bremsanlage ist jetzt einmal komplett fertig lackiert. Glänzt hier im neuen Glanz in Feuerrot. Ist übrigens Volkswagenrot. Ist auf jedem Golf 5 GDI drauf. Echt? Farbname fällt mir gerade nicht ein. GDI-Rot nennen wir es jetzt eigentlich. GDI-Rot, ist es ein schönes GDI-Rot. Ja, Freunde, das Ganze werden wir jetzt einbauen. Ich werde jetzt vorneweg schon mal hier die ganzen Bremsbeläge überall einbauen. Dann kommt das in das Aggregat rein, damit wir dann aufbauen können mit dem weiteren Verlauf unserer Bremsleitung. Das heißt, dann kommen dann die Bremsschläuche dran. Dann gucke ich, wo ich die erste Aufnahme im Fahrzeug hinmache, wo dann der Bremsschlauch anflanscht. Und von da aus werden wir dann unsere Bremsleitung durch die komplette Kiste verlegen. Und los. Rambo, Junge. Du kriegst gleich eine Ohrfeige, oder nur? Sieht absolut rattenscharf aus. Ein Sack, oder? So, Freunde, Sättel mittlerweile komplett tiert, zusammengebaut. Jetzt ready zum Einbau. Hängen wir die Dinger mal dann ein. Das haben wir auch bei Instagram jede Menge Leute geschrieben, dass man hier mal ein Video machen soll, wie man so Bremssättel am besten lackiert. Ist eigentlich keine Hexerei, die in dem Fall waren sie jetzt halt komplett neu, ne? Da haben wir die einfach nur mit einer 600er Körnung überall schön angeschliffen, teilweise auch gestrahlt. Ja. Strahlgut hat dann allerdings so zwei, drei Ecken ein bisschen gröber weggefräst, sag ich mal so. Deswegen haben wir das dann wieder ein bisschen beigeschliffen. An den blanken Stellen ein bisschen Epoxyprimer drauf und dann sind wir eigentlich direkt mit Wasserbasislack da drauf. Und ganz normalem, handelsüblichen Klarlack, wie man jetzt ein Auto auch lackiert. Machen wir eigentlich immer so bei Festzetteln, hat man noch nie Probleme, dass das irgendwie zu heiß wird oder die Farbe wegbrennt. Ja, und den Aufkleber, den haben wir ganz normal mit in den Klarlack einlackiert. Also auf den Basislack den Aufkleber und dann Klarlack drüber. Nice. Das war schon die ganze Hexerei. Sieht sehr nice aus wahrscheinlich. Aber? Aber am Ende des Tages. Was übrigens mein Lieblingswort geworden ist am Ende des Tages. Sieht man am Ende des Tages, also wenn der Tag zu Ende ist, ja. Wahrscheinlich gar nicht mehr so viel von der Bremsanlage. Ne? Nee. Wenn wir die vorderen 17 Zoll Felgen jetzt mal angucken. Hier, die man sieht dann exakt so viel. Genau. Ist zwar nicht so nice, aber das Auto steht ja auch noch sehr oft und sehr lange auf der Bühne ohne Räder. Und von daher hat sich das schon gelohnt, dass wir einen Farbwechsel gemacht haben. Vorher waren die wirklich in diesem komischen Gelb, das hätte da irgendwie nicht dazu gepasst. Ja, Freunde, ich hau die Dinger jetzt erstmal rundherum rein und dann geht's weiter hier mit Leitungsbau. So, Freunde des gepflegten Motorsports. Wir machen heute weiter. Heute weiter. Wir machen jetzt weiter mit unserer Bremsanlage. Wir sind, glaube ich, stehen geblieben vor das Licht an. Etlichen Jahren, Monaten, Fabian. Ja. Wie wir die Sättel fertig lackiert hatten, ne? Richtig. Und dann installiert haben. Und mittlerweile ist die komplette Bremsanlage drin und fertig, aber wir wollen euch da nochmal zeigen, wie wir die ganze Party hier gebaut haben. Deswegen würde ich sagen, schmeißen wir jetzt erstmal unsere Rotiform Yokohama Rennsportfelgen und Reifen darunter. Mit unserem neuen Nicer Dicer, wie nennt man sowas eigentlich? Ja, Akkuschlagschrauber. Akkuschlagschrauber. Rennsport, hä? Junge, das Ding hat Zorn. Da hättest du dir fast die Arme rumgedreht, mein Freund. Also ein bisschen blöd ist, dass wir wegen dieser großen Nuss zwei Adapter hier nutzen mussten und deswegen ist in dem Teil an sich noch ein bisschen viel Spiel drin, Fabian. Das ist das, was da eben so geklingelt hat. Mhm. Also nimm es lieber aus der Hand, nicht, dass du dich mit dem Gerät einmal im Kreis drehst.
Ja, wir haben hier Längsgewinde. Fabian, an der rechten Seite. Deswegen möchte ich dich doch bitten, auf Festigen zu stellen. Genau, rechts oben musst du drehen, um zu lösen. Ich muss erst mal warm werden mit dem Gerät. Ja, jetzt hier auch nicht Vollgas. Hier. Das ist nicht so einfach. Das kommt von den ganzen Adaptern. Das stimmt. Ja, jetzt ist die Frage, wo stellen wir den ganzen Kram hin, ne, dann, Pascal? Das ist die gute Frage. Muss das so laut sein, eigentlich? Ja, sag, das wird schon viel besser. Es wird langsam. 1,89 Sekunden muss man knacken, ne? Ist so. Boxenstopp. Boxenstopp, ist das so eine gute? Ich glaube schon. Muss mir überlegen, unter 2 Sekunden. Na ja, gut, es sind aber auch gefühlt 30 Mann unterwegs da in so einem Boxenstopp, ne? So, Freunde, Bremsanlage ist mittlerweile fix und fertig montiert. Einmal haben wir hier die Vorderachse, Bremssattel sitzt, Hinterachse, Bremssattel sitzt. Passt auch alles wunderbar, wer jetzt gedacht, ne? Alles BMW E90 Achsen, da passen natürlich auch die Bremsen von BMW E90 dran. Ja, dann haben wir, der nächste Step war dann, die Bremsschläuche zu verlegen. Das heißt, wir haben uns erstmal einen Punkt gesucht für einen Halter, wo dann der Bremsschlauch adaptiert auf unsere Bremsleitung. Das heißt, wir haben uns jetzt hier einfach so ein Schweißböckchen genommen. Ne? Das wiederum habe ich mir hier aufgefräst mit der perfekten Nut, wo unser Bremsschlauch hier befestigt wird und habe das dann mit der Originalklammer hier hinten befestigt. Ja, von da aus geht es dann weiter auf unsere starre Bremsleitung. Die Bremsleitung, die gibt es ja immer hier in gewissen Längen und auf Rolle und so weiter und so fort. Das ist jetzt mal ein Stück, ne? Das wird ja hier einfach straight abgeschnitten. Da ist auch immer drauf zu achten, Fabian. Das heißt nicht. Dass man das jetzt hier nicht mit einem Seitenschneider einkürzt. Ja, dann ist zu. Dann ist es nämlich zu. Dafür gibt es so einen schönen kleinen Rohrschneider extra für Bremsleitung. Den dreht man sich dann hier auf und stellt das dann hier immer enger und enger und macht dann hier seine Runden mit dem Ding. Weißt du das, Pascal, wie das geht? Hast du mich beobachtet bei der Arbeit? Ich beobachtet, ja, aber ich wusste es ganz ehrlich auch nicht. Und dann wäre es noch umgebördelt oder was? Oder ist das 2 in 1? Das ist nicht 2 in 1, das ist einfach nur zum Abschnitt. Achso. Ja, jetzt hab ich dein Gesicht gefilmt. Aber die Leute wissen schon, was ich meine. Das ist jetzt hier einfach abgefallen, weil wir es rundherum durchgeschnitten haben. So, jetzt haben wir unsere rohe Leitung mit einem schönen Abschnitt. Und jetzt müssen wir ja einen Nippel hier drauf machen, ne? Hier so eine Schraubhülse, so sieht das Ganze aus, die wir dann hier in unsere Bremsleitung oder in unseren Bremsschlauch, je nachdem, reinschrauben können. Das ist meistens alles dasselbe Gewinde, das ist meistens auch dasselbe Gewinde, was dann in den Sattel direkt reingeht oder in unsere Bremszylinder reingeht oder in diverse Adapter, T-Stück und so weiter reingeht. Und damit der Nippel natürlich hier drauf hält und die Leitung auch an den entsprechenden Gegenstand dran drückt und abdichtet, müssen wir diese Bremsleitung hier bördeln. Das heißt, wir brauchen dafür eine Gerätschaft. Und da gibt es normalerweise Bördelgeräte, das sind solche Viecher hier, irgendwelche Metallklumpen mit verschiedenen Einsätzen. Aber unser lieber Freund Kevin hat hier das Special Deluxe Gerät schlechthin, was ich gar nicht wusste, dass das schon seit 3 Jahren bei uns in den Heiligen Hallen liegt, oben in seine Werkzeugkiste vergraben. Ich habe gedacht, die wird nicht mehr. Das ist nämlich auch ideal dafür, um an Fahrzeugen oder in Fahrzeugen direkt irgendwie eine Leitung zu verlegen und das direkt im Fahrzeug zu bördeln. Weil ich habe mich da immer abgequält mit so einem schweren Eisenteil und habe da unten im Auto eine Bremsleitung gebürdet. Obwohl es so einfach geht. Creme Brûlée kannst du damit auch ein bisschen machen, oder? Das ist ein kleiner Mixer, ja. Kleiner Mixer schon. Creme Brûlée, ach so, wegen hier Gasfeuerzeug oder was. Ja. So, Fabian, dann haben wir hier einmal, das ist jetzt ein Block für eine 4,75er Leitung. Das ist eigentlich so eine Standardleitung in jedem Auto drin. Gibt es auch in unterschiedlichen Größen. Dann müssen wir einmal hier die Party hier aufschrauben ein Stück. Ne? Und dann können wir von hinten hier unsere Leitung einführen. Soweit, bis sie dann zur Hälfte ungefähr in dem Loch hier steckt. Hast ja hier eine Markierung, hier diese Nut. Bis dahin muss dann die Leitung hier einstoßen. So, und wenn wir die Leitung dann auf der Hälfte haben, fixieren und verklemmen wir uns die Leitung hier in diesem kleinen Block und machen die dann fest. Ne? Und da wir ja jetzt alle extremst fokussiert sind, da hier eine Bördelung dran zu machen an diese Leitung, haben wir natürlich das, was jeder beim Bremsenbördeln
mindestens einmal vergisst, gemacht. Wir haben vergessen. Den Nippel vorher über die Leitung drüber zu schieben, Fabian. Ja, stimmt. Ist dir nicht aufgefallen, ne? Da kannst du es nicht von der anderen Seite jetzt noch aufschieben. Wir könnten es jetzt hier von der anderen Seite machen, aber meistens hast du in jeglichem Fall an der anderen Seite immer schon eine Bördelung dran oder irgendwas anderes. Und das ist da nicht mehr drauf. Steckerteil beim Kabel ist genauso gewesen. Das ist bei vielen Sachen so. So, dann haben wir ja einmal hier zwei unterschiedliche Formen. Ne? Einmal, wo hier der Kegel nach außen geht und einmal, wo der Kegel hier nach innen geht. Wenn wir jetzt irgendwie ein Bauteil haben, wie jetzt zum Beispiel hier dieser Adapter, wo wir mit der Leitung hier drauf gehen wollen, müssen wir natürlich eine Form haben, die dann hier so schön da aufliegt. Oder wir haben eine, wo der Kegel nach innen geht, die fährt dann auf irgendwas drüber, also in die komplett andere Richtung. Wir müssen halt immer wissen, was wir machen. Wir wollen auf jeden Fall die Geschichte hier haben. Was? Was? Hast du nicht kapiert? Nee, das war gerade. Die Verwirrung ist verwirrt. Die Verwirrung ist verwirrt. Was ist denn das? Ein Innenkegel entsteht dann in der Leitung ein Außenkegel. Und das ist jetzt hier an dem Gerät ein Außenkegel und macht dann in der Leitung einen Innenkegel. Also die Leitung ist dann innen drin kegelig. Hm. Also wirst du ja gleich sehen, was die für ein Kegel hat, wenn ich das jetzt hier gekegelt habe. Wenn ich das gekegelt habe. Und meistens sind halt in diesen ganzen Geschichten innen drin so ein konisches Loch, wo der Kegel dann halt schön reindrückt und das Ganze dann abdichten muss. Das ist schon teuer. Aber ja, das ist noch nicht so wie er guckt. Doch, der hat schon etliche gemacht eigentlich. Normalerweise machen wir da immer noch so ein bisschen Fett vorne drauf, ne? Dass sich das dann schöner dreht. Was halt immer so ein bisschen bei alten Börlgeräten Schwierigkeit ist, wie weit drehe ich, ohne dass mir dann die Börtelung an der Seite aufreißt oder kaputt geht oder zu schwach gebörtelt ist. Ist ja nicht optimal, bis wirklich hier drehen, bis es nicht mehr geht. Manche haben auch so eine Automatik drin mit so einem Hebel, wo du dann bis Anschlag einfach hebelst und dann weißt du, dass du eine perfekte Börtelung hast. Aber hier das Ding ist auch wirklich mega easy. Einfach drehen, bis absolut nichts mehr geht und dann hast du hier die perfekte Börtelung. So sieht das Ganze jetzt aus, Meister. Das können wir jetzt irgendwo reindrehen. So, der nächste Step wäre dann natürlich, an unserer Karosserie überall die Leitung zu verlegen. Bei den originalen Autos hat man dann meistens hier solche Metallstifte, ne? Solche grob gewindigen Schneidgewinde dran, wo wir dann solche Halter hier draufschrauben können. Die Teile hier gibt es auch einzeln. Ich habe es jetzt versucht mit unserem Spotter eigentlich an unsere Karosserie oder an unseren Rahmen zu spottern. Allerdings war der Spotter viel zu schwach vom Bums her und deswegen haben wir kurzerhand einfach das Schweißgerät genommen und haben uns dann divers die ganzen Teile einfach hier mit ein paar Schweißpunkten rundherum verschweißt, haben dann hier die Halter drauf gedreht und konnten dann hier perfekt unsere Leitung einklipsen und das, wie ihr seht, ist das bombenfest. Ja, dann wiederum haben wir die ganzen Leitungen natürlich rüber zu unseren Zylindern geführt. Wir haben das ja einmal separiert, also wir haben zwei Bremszylinder, einmal für die Vorderachse und einmal für die Hinterachse und die wiederum haben wir dann miteinander verbunden mit einem Y-Stück. Das heißt, hier kommt jetzt von vorne rechts der Bremssattel, hier kommt von vorne links der Bremssattel, wird dann geführt auf eine Leitung, auf einen Bremszylinder. Und das Ganze ist an der Hinterachse auch so. Hier geht jetzt eine Bremsleitung nach hinten weg und wir haben das Ganze dann auf der Hinterachse hier oben hinten auch mit einem Y- oder T-Stück verbunden und dann auf beide Bremssättel hinten auf der Hinterachse gelegt. Ja, aber vor dem T-Stück haben wir uns noch eine hydraulische Handbremse dazwischen gebaut. Soll ich mich mal reinsetzen? Jetzt mal rein. Haben wir dann hier neben unserer Kraftstoffleitung unsere Bremsleitung verlegt. Die geht jetzt hier oben lang und hier haben wir dann einen hydraulischen Absperrhahn. Das ist jetzt sozusagen unsere Handbremse. Wir wollten ja eigentlich hier so einen Handbremshebel hinmachen, ne? Genau. Allerdings wäre das platzproblematisch ein bisschen eng geworden. Das heißt, hier sind einmal unsere Arme fast auf der Mittelkonsole. Hier hätten wir schon mal nichts hinmachen können. Hier ist unser Shifter und jedes Mal vor den Shifter zu greifen, wieder vor und die Handbremse zu ziehen, wäre ein bisschen aufwendig gewesen. Deswegen haben wir einfach gedacht, wir machen halt diesen nach hinten. Ne? Wir machen halt diesen, ja, das ist aber gar nicht so schlimm, wie es eigentlich aussieht. Also es geht eigentlich wirklich mega easy. Ja, das ist ein Absperrhahn, hydraulischer. Damit kann man quasi den Bremsdruck hinten auf der Hinterachse einfach halten. Das heißt, ich drehe einmal die Bremse vollkommen durch. Wie wir sehen können, funktioniert die Bremse auch tadellos. So, halt jetzt den Bremsdruck. Sperre mir den Hebel hier zu. Gehe von der Bremse runter. Und der Bremsdruck ist voll da. Und der wird auch wirklich volles Rohr gehalten. Also wir haben das mal getestet über ein, zwei Tage. Das Ding steht wie eine 1. So, jetzt mache ich den Hebel wieder los.
und die Bremse ist wieder frei. Simpel, effektiv. Geiles Ding, ne? Und wo mich der Cornelius, glaube ich, neulich erst draufgebracht hat, was das noch für einen geilen Gimmick hat, wenn wir nämlich den Hahn jetzt zusperren, ohne dass es die Bremse dreht, und dreht jetzt die Bremse, ne? Drehen wir das Hinterrad. Ja, ist klar. Jetzt ist die vordere, Geschichte gesperrt. Das heißt, ich könnte jetzt, wenn das Ding an ist, einen Gang anliegt, Freunde, könnte ich hier einen perfekten Bernie machen. Ja, geil. Ja, das war eigentlich schon die ganze Hexerei. Ist eigentlich nichts groß kompliziert dran, ne, an so einer Bremsanlage. Was natürlich fehlt, was wahrscheinlich schon in den Kommentaren zuhauf steht, reicht denn euer Bremsdruck überhaupt, um das Ding zum Stehen zu bringen, ohne Bremskraftverstärker? Wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, haben wir nämlich keinen Bremskraftverstärker drin. Wir haben eigentlich lediglich nur diese Rennsportpedalerie mit den einzelnen Ausgleichsbärchen hier oben drauf. Wir würden auch zusätzlich hier absolut keinen Bremskraftverstärker mehr hinbekommen, allein schon aus Platzgründen. Ist aber nicht weiter schlimm. Wir haben auch neulich bei dem Kollegen Jean-Pierre in Dortmund beobachtet, gell, dass der auch so ein bisschen Platzprobleme hatte. Ja. Hat auch keinen Bremskraftverstärker. Ich sag mal so, die Bremskraft ist eigentlich vollkommen ausreichend für das Teil hier, könnte allerdings noch ein bisschen aggressiver und schärfer sein. Da werden wir aber Abhilfe schaffen und werden hier noch mal ein paar größere Bremszylinder installieren. Die sind jetzt ziemlich klein für die Kolbengröße der Bremssättel und deswegen werden wir das einfach vergrößern und dann sollte das auf jeden Fall vollkommen ausreichen. Das ist natürlich hier reiner Rennsport, kein ABS-Block, kein ESP, kein gar nichts. Einfach nur Bremse, wie ein großes Go-Kart. Bremsanlage, von was die ist, haben wir ja schon erzählt, ne, Fabian? Ja. Original von BMW. Eine viel größere hätten wir jetzt eigentlich noch gar nicht wählen können. Allein schon wegen den 17 Zoll Felgen an der Vorderachse. Die passen da wirklich perfekt und saugend rein. Jo, Ladies and Gentlemen. Weißt du, von was ich immer ausgehe, dass es einfach selbstverständlich ist, dass jeder weiß, wie so eine Bremsleitung gebürtelt wird? Ja. Oder was man dafür für Komponenten braucht. Oder dass man das sogar selber machen kann. Viele gehen ja wahrscheinlich auch davon aus, das bestelle ich mir bei eBay, die fertige Bremsleitung. Geht übrigens auch, Freunde. Gibt es für verschiedene Fahrzeuge verschiedene Bremsleitungslängen. Teilweise sogar schon vorgebogen. Für den 02 haben wir uns da ja damals ein Kit bestellt. In den einzelnen perfekten Längen. Muss es zwar noch die Bremsleitung dann selber biegen, aber war schon gebürtelt, waren schöne Nippel drauf. Perfekt, ja. Ist eigentlich so die einfachste Lösung. Aber hier, ne, Ford Capri, Eigenbau, findest du da ja nichts im Netz, Bremsleitung. Das stimmt, mit ja. BMW E90 Achsen und so. Ja, Freunde, da hat es uns wieder sehr gefreut, dass ihr den Quatsch hier von uns angeschaut habt, ne, den wir hier tagtäglich so treiben, oder? Ja. Wie immer nicht vergessen. Glöckchen zu der aktiv. Ja. Jetzt geht schon wieder los. Macht irgendwas mit dem Glöckchen. Freunde, macht's genau. Einfach. Macht's einfach. Ne? Und nicht vergessen zu abonnieren und eurem Nachbarn Bescheid zu sagen. Also was richtig, Glöckchen aktivieren. Nee. Glöckchen aktivieren. Du sagst immer abonnieren. Nee, Glöckchen. Aktivieren. Ja, ja, das war schon richtig. Machen wir das so, Fabian, mit dem Glöckchen. Warum denn nicht? Aktivieren wir einfach, oder? Mhm. Besten jetzt. Mhm. Dann würde ich sagen, Freunde, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und eurem Nachbarn müsst ihr ja noch Bescheid sagen, dass wir jetzt hier Druck auf der Bremsanlage haben, ne? Genau. Also nicht mehr lange, weil wir bauen sie jetzt wieder auseinander. Und die los. Ganze Party. Freunde, so geht es nämlich beim nächsten Mal weiter. Wir werden das ganze Ding jetzt noch einmal komplett zerrupfen, damit wir hier die Geschichte endlich mal zum Pulvern tun können und wir hier endlich mal ein Ende finden mit diesem wunderschönen Projekt. Ich bin sehr gespannt, wie das Ende geht. Das wird. Ich hoffe, ihr auch. Ciao, bis zum nächsten Mal.